Ist ein Staat immer so scheiße wie seine Bürger? Wir werden uns in diesem Video mit dieser Frage beschäftigen, denn jemand hat mir einen Kommentar hinterlassen. Ein Staat ist immer so scheiße, wie es seine Bürger sind. Wenn du also implizierst, dass der Staat Mist ist, bist du wirklich nicht besser, mein lieber Marco. Also, interessanter Kommentar. Vielen Dank für das Feedback. Nur im Gegenzug auch ein bisschen Feedback an dich. Wenn du schreibst, mein lieber Marco, klingt das schon mächtig arrogant. Aber ich meine, das ist einer der harmloseren Kommentare, die ich in letzter Zeit bekommen habe. Aber es ist eine interessante These, dass ein Staat immer so scheiße ist wie seine Bürger, auf gut Deutsch. Im gewissen Sinne konnte ich das nachvollziehen, natürlich. Wenn die Leute, also der Staat besteht ja aus den Menschen, aber es sind ja auch nicht immer alle Menschen. Man könnte vielleicht sagen, ein Staat ist so scheiße, wie die Leute, die an der Macht sind. Und was dieser Kommentator so ein bisschen impliziert hat, dass ich scheiße bin, wenn ich sage, der Staat ist scheiße, weil Schlussfolgerung, Staaten sind ist gleich Bürger. Ja, ich bin ein Bürger im Staat und ich kann auch in einem schlechten Staat leben, ohne selber schlecht zu sein. Insofern würde ich mich da nicht unbedingt mit einbeziehen, wenn ich dem zustimmen würde und sage, ja, Staaten sind schlecht und ein Staat ist so schlecht wie seine Bürger, dann muss ich mich nicht unbedingt einbeziehen, weil die Aussage, ein Staat ist so schlecht wie seine Bürger, heißt ja sozusagen in generell, im Allgemeinen sind die Leute schlecht. Und das ist so im gewissen Sinne auch der Fall. Also gerade Leute, die halt herrschen, sind schlecht, einfach weil sie einen Staat leiten. Und das ist nämlich die zweite Sache. Also viele Leute sagen diese These, meiner Meinung nach, so wie ich das aufgefasst habe, sagen die, ja, ein Staat ist halt so scheiße wie seine Bürger. Und das ist dann irgendwie so ein Schlussstrich. So, okay, jetzt dann brauchen wir gar nicht mehr drüber reden. Ach, die sind halt so scheiße wie seine Bürger. Und ich finde es eigentlich schade, weil ich denke, selbst wenn wir dieser These zustimmen, dann ist es doch wichtig, dann rauszufinden, ja, aber wie trotzdem, wie wäre denn das ideale System oder ideale Gesellschaft? Wie sollte die aussehen? Und auch, wie können wir dahin gelangen? Ja, und natürlich auch, wie können wir versuchen, die Menschen besser zu machen? Ja? Wenn der Staat oder das System immer so schlecht ist wie die Menschen, wie können wir die Menschen schlechter machen? Und ein weiterer Punkt ist auch so, welchen Einfluss hat das System auf die Menschen, sodass die Menschen vielleicht durch das System auch schlechter werden? Ich denke, viele Menschen haben gute Intentionen und wollen auch wirklich was Tolles leisten und werden dann aber durch dieses System korrumpiert. Und dann ist das so etwas, was sich gegenseitig beeinflusst, dass wenn wir in einem schlechten staatlichen System sind und die Menschen ja, mittelmäßig, dann kann es sein, dass sie halt schlecht werden, eben durch dieses System. Und ja, wir haben ich habe in einem frühen Video schon kurz angeschnitten, warum ich denke, dass Staaten schlecht sind. Also einfach nur Erinnerungen rufen. Ja, sozusagen, wenn man sich auf die Geschichte schaut, also so viel Grausamkeit ist geschehen durch diese Staaten. Und ich denke, wir sollten dagegen was tun oder dagegen alternative Lösungen uns überlegen und zu schauen, wie kann es dann noch aussehen, eben weil es eine große Gefahr ist. Also es ist irgendwie wir untersuchen, wie wir Krebs heilen können, wir untersuchen, wie wir AIDS heilen können. Aber Staaten haben im Laufe der Geschichte viel, viel mehr Menschen umgebracht als irgendeine einzelne Krankheit oder eventuell auch alle Krankheiten zusammen. Kommt zumindest mit den Zahlen, das scheint mir schon extrem hoch zu sein.
Okay, also, warum sind Staaten schlecht? So rein logisch, jetzt ohne auf die Geschichte zu schauen. Und warum und wie kann man vielleicht ein System haben, wo das Beste aus den Menschen hervortritt? Und da denke ich, ist wirklich das Problem mit dem Staat, dass die Leute ihn nicht wollen. Ja? Die Leute wollen den Staat nicht. Oder die wollen bestimmte Dinge, die der Staat macht, wollen die nicht. Oder eigentlich alles, was der Staat macht, wollen sie nicht. Woher weiß ich das? Weil sie gezwungen werden. Okay? Wenn der Staat ein Gesetz macht, zum Beispiel Steuergesetze, und sagt, ja, ihr müsst mir jetzt so und so viel Prozent von eurem Einkommen geben, dann wollen die Menschen dem Staat das nicht geben. Und das wissen wir, weil sie einfach mal verdammt ins Gefängnis kommen, wenn sie das nicht machen. Ja, sie kommen ins Gefängnis. Und dadurch wissen wir, dass sie das nicht wollen. Weil sonst bräuchten wir nicht die Gewalt dahinter. Wir bräuchten keine Gewaltandrohung hinter jedem Gesetz, was der Staat verabschiedet, wenn das wirklich auf Freiwilligkeit basieren würde. Und meine Idee ist, wenn wir das auf freiwilliger Basis machen könnten, okay, und ich denke, wir könnten alle zustimmen, dass es doch besser ist, etwas freiwillig zu machen, als es verdammt nochmal mit Gewalt durchzusetzen, ja, geschweige denn die ganzen moralischen Aspekte, auch selbst aus utilitaristischen Überlegungen, ja, was besser ist, ist es viel besser, Leute in Ruhe zu lassen und dass sie freiwillige Interaktionen miteinander machen können. Und ich denke, in so ein System, wenn wir, oder beziehungsweise wenn wir uns mehr in diese Richtung bewegen, ideal natürlich ist eine staatlose Gesellschaft, wo die Leute wo alle Interaktionen zwischen den Menschen auf freiwilliger Basis ist, aber wir können uns ja immer mehr in diese Richtung bewegen als Gesellschaft. Das ist dann ein Ansatz, den wir machen können, wenn wir sagen, ja, der Staat ist scheiße, Menschen sind scheiße. Das ist ein Ansatz, dass wir sagen, den Leuten einmal das erzählen, sagen, hey, wäre es nicht besser, wenn wir die Dinge alle auf freiwilliger Basis hätten? Und mit den Menschen können wir auch versuchen, sie auch das Beste in ihnen zu fördern. Und wenn wir uns in eine Gesellschaft bewegen mit mehr Freiheit, dann wird das Beste in den Menschen gefördert, eben weil sie, wenn es auf Freiwilligkeit basiert, sie sozusagen den besten Service machen müssen, sie müssen so nett sein, dass die Leute auch mit ihnen zu tun haben wollen. Ja? Wenn ich euch jetzt alle zwingen könnte, meine Videos zu schauen, dann hätte ich weniger Interesse daran, die auch gut zu machen. Ja? Ich mache die mit sehr wenig Produktionsaufwand, insofern sind die nicht jetzt super gut, das ist mir bewusst. Aber ich mache sie zumindest auf eine Art, wo ich denke, ja, wenn ich jetzt mit einem Gegenüber sprechen würde, dann wäre das verständlich und auch interessant und all sowas. Und wenn ich jetzt aber wüsste, ja, ihr werdet alle gezwungen, die zu sehen und ich bräuchte eigentlich keine Mühe zu geben, dann könnte ich auch einfach so reden. Und damit ist niemandem gedient, ja. Und so ist ja auch der Fall bei vielen Schulen und so. Also es gibt gute Lehrer, es gibt schlechte Lehrer, aber schlechte Lehrer werden jetzt nicht wirklich zur Rechenschaft gezogen. Wenn der Lehrer da vor der Tafel steht und sagt so, ja, heute lernen wir das und das, dann sozusagen die Schüler, die können nicht einfach sagen, ja, der Lehrer ist scheiße, wir gehen irgendwie zum anderen Lehrer. Das geht nicht. Und deswegen wird nicht wirklich das Beste in den Menschen gefördert. Ja? Also einmal die Schüler, die bekommen nicht eine so gute Bildung, wie es eigentlich möglich wäre. Und der Lehrer, der lässt sich auch immer mehr gehen. Und wenn er wissen würde, ich werde gefeuert sofort, wenn irgendwie die Schüler sagen, ja, der gefällt uns nicht, dann ist es viel mehr ein Anreiz für den Lehrer zu sagen, so, oh ja, ich versuche jetzt irgendwie den besten Unterricht zu machen, den ich nur jemals machen kann.
Und das ist wirklich so der Schlüssel sozusagen. So können wir die Gesellschaft verbessern, so können wir die Menschen verbessern. Und das ist zumindest ein Weg, wie wir sozusagen auf gesellschaftlich-politischer Ebene die Gesellschaft besser machen können und auch die Menschen besser machen können. Und es gibt natürlich auch andere Aspekte, die wir noch berücksichtigen können. Also ich habe in ein paar anderen Videos über Empathie geredet. Wenn wir zum Beispiel mit Empathie auf die Menschen zugehen und ihnen helfen, dann werden die Menschen auch besser, weil ich denke, wenn man Empathie bekommt, dann ist man auch viel bereiter, Empathie zu geben. Und auch wenn man sozusagen diese Selbstempathie hat und mit sich selbst im Reinen ist und so und man denkt, man ist selbstbewusst und so weiter, dann hat man auch viel mehr ein Interesse, sich selbst zu verbessern und ein besserer Mensch zu werden. Man bildet sich weiter und all sowas. Ja? Man geht nächster mit Menschen um und all sowas. Genau, und das ist sozusagen mein Ansatz. Und ich bin auch gespannt, was ihr eben von diesem Argument hält, sozusagen mit der Freiwilligkeit und dass das denn förderlich ist. Denn viele Leute, die denken gar nicht so groß darüber nach, über den Umstand, dass es ja gar nicht freiwillig ist. Ja? Die denken, oder ja, machen sich halt vielleicht keine Gedanken oder so und dann, stimmt, Steuern sind ja ganz unfreiwillig. Ja? Und damit werden dann Dinge finanziert, die unter Umständen oder eigentlich wirklich bei fast allen, bei verschiedensten Punkten, für Dinge ausgegeben werden, die den moralischen Grundsätzen widerspricht. Ja, nehmen dir, keine Ahnung, bist Pazifist und dann zahlst du Steuern und dann werden die für Krieg ausgegeben. Oder bist, weiß nicht, irgendwas anderes, bist jetzt irgendwie gegen, ach, ich weiß auch nicht, aber bist halt irgendwie gegen die Kirchen und dann werden die Kirchen gefördert. Oder bist halt gegen Abtreibung oder für Abtreibung und dann macht halt der Staat Dinge, die halt das eine oder das andere fördern und so. Das heißt, du wirst gezwungen, dein hart verdientes Geld dem Staat zu geben und der Staat gibt es für Dinge aus, die komplett deinen moralischen Grundsätzen widerspricht. Und ein paar Dinge, die der Staat macht, oder ein paar Services, kann ich verstehen, ja okay, die Services braucht man. Ich denke, man braucht nicht einen Staat, um diese Services zu geben, also wie zum Beispiel Sicherheit und Bildung und all sowas, denke ich, kann man alles super lösen, auf freiwilliger Basis. Und genau, und das ist sozusagen der Knackpunkt. So, deswegen sind Staaten scheiße, weil die Leute gezwungen werden, Dinge zu tun, die ihren moralischen Grundsätzen widerspricht. Sie haben keine Wahl und auf freiwilliger Basis wird das alles ganz, ganz besser laufen. Ich hoffe, das Video war interessant für euch und hat vielleicht auch wieder neue Gedanken produziert und wieder einen neuen Drang, einen Kommentar zu schreiben. Also ich finde es immer sehr, ich sag mal, interessant, die Kommentare, die da so kommen. Und ich bin auch relativ neu noch sozusagen da, sozusagen auf diese ganzen Kritiken zu antworten. Also ich bin relativ überzeugt von meiner Position. Vielleicht könnt ihr mich auch vom Gegenteil überzeugen. Aber wie gesagt, ich finde es interessant, eure Kommentare. Manche schienen mir ein bisschen schräg, um ehrlich zu sein. Manche habe ich, ehrlich gesagt, gar nicht so wirklich verstanden, weil ich, also vielleicht, wenn du das hörst sozusagen und einen Drang hast, noch einen Kommentar zu hinterlassen, für mich wäre es hilfreicher, wenn du klarer formulierst sozusagen, was sozusagen deine Gedankendinge sind und wie du zu bestimmten Positionen kommst. Genau, das wäre total super. Genau, und das ist jetzt meine Gedanken darum, praktisch, warum Staaten scheiße sind, Teil 2. So wirklich die logische Begründung, weil sie eben nicht auf Freiwilligkeit basieren. Okay? Ich hoffe, das war hilfreich und wir sehen uns morgen. Tschüss.